Herzlich willkommen zum Teil 2 meiner kleinen Serie für Kaninchen-Neueinsteiger. Heute geht es um die Dinge, die man unbedingt anschaffen muss. Durch das Video führt euch mein Rammler Rudi. Hier seht ihr ihn im Original und zwischendurch habe ich ihn immer für euch gezeichnet. Zuerst einmal habe ich euch eine Einkaufsliste geschrieben. Bitte schaut das Video aber unbedingt weiter, denn dazu gibt es doch noch einiges zu sagen und zu beachten. Die erste Frage ist, wie bringe ich ein Kaninchen vernünftig unter? In der Regel bekommt man in den Zoohandlungen solch einen oder einen ähnlichen Käfig empfohlen und mit dem wird das kleine Kaninchen dann heimgebracht. Und am Anfang bietet der Käfig auch bei ganz kleinen Jungtieren noch ausreichend Platz, was sich aber schnell ändert, wenn die Tiere wachsen. Und selbst Zwergkaninchen haben dann solch einen Bewegungsdrang, dass auch diese handelsüblichen Ställe, die ihr hier seht, nicht mehr ausreichen, um sie ganztägig darin unterzubringen. Sie können lediglich eine Notunterkunft in der Nacht bleiben. Wer Kaninchen in der Wohnung halten möchte, der muss den gekauften Stall Tag und Nacht auflassen und sollte sich solche oder ähnliche Gitter, die man unter dem Begriff Welpenauslaufgitter im Internet erstehen kann, anschaffen und damit einen Teil der Wohnung für die Kaninchen einzäunen. Oder wer die ganze Wohnung als Freilauf lassen kann, sollte wertvolle Sachen damit einzäunen. Und das nicht zu knapp, denn Kaninchen springen auch gerne hoch und schauen gerne von hohen Plätzen herab auf ihre Wir. Wenn Kaninchen Angst haben, verschwinden sie gern. In der Natur, in unterirdische Erdbauten. Meine zwei haben ja auch ihre Hütte hier untergraben. Wenn sie aber völlig entspannt sind, dann sitzen sie auch gern erhöht, aber trotzdem mit Schutz von oben, denn Raubtiere können ihre Feinde werden. Deshalb gehört zur Möblierung eines Kaninchenauslaufes immer auch in irgendeiner Weise ein kleines Häuschen. Das muss nichts Handelsübliches sein, auch ein Schränkchen oder ein Tischlein tut da gute Dienste. Wenn ihr aber ein Haus kauft, dann achtet darauf, dass es stabil und standfest ist. Außerdem sollte es einen Ein- und einen Ausgang haben, damit man sich bei schlechter Laune auch mal aus dem Weg gehen kann. Kaninchen können stubenrein werden, deswegen kriegt man in der Regel auch die Toiletten mit angeboten, aber die sollten mindestens so groß sein. Eigentlich braucht ihr die aber nicht. Wartet einfach ab, welche Ecken sich eure Kaninchen als Toilette aussuchen und stellt dort eine stabile große Schale hin. Am besten das Unterteil von dem viel zu kleinen Stall, den ihr aus der Zoohandlung mitbekommen habt. Hier seht ihr meine Senioren, die drin und draußen leben und im Winter diesen Unterbau als Toilette benutzen. Es gibt Unmengen an Einstreu. Dazu habe ich ein extra Video gemacht, was ich euch verlinke. Ich finde es immer noch sehr, sehr praktisch, Heu und Stroh zu nehmen. Wenn man bereit ist, sehr häufig zu waschen, gehen natürlich auch Fliesunterlagen oder Teppiche in der Wohnung, vor allen Dingen dann, wenn Kaninchenstuben rein sind. Lasst euch aber nicht zu sehr von den schönen Posts auf Insta und Co. beeindrucken. Dort wurde extra für die Aufnahmen das Zimmer der Kaninchen besonders sauber gemacht und schön hergerichtet. In Wirklichkeit ist es sicherlich sinnvoll, seinen Fußboden zu schonen und Möbel, die angeknabbert werden, ein- oder auszuzäunen. Hier seht ihr die Welpengitter nochmal schön, als ich die kranke Ida mal reingeholt hatte und ich habe ihr drunter sicherheitshalber noch eine Folie gemacht, obwohl ja Fliesenfußboden da ist, den man wischen kann. Und dieser kleine handelsübliche Käfig dient auch hier nur als Toilette. Ida hatte sich dann ganz schnell entschieden, den Heukarton als Futterkarton zu nehmen und den zweiten Karton habe ich dann gegen eine Plastewanne ausgetauscht, weil da drin hat sie ihr Geschäft gemacht. Das fand sie als Klo ganz schön und ich war damit auch zufrieden. Nun könnt ihr ja sagen, Ida ist ein Riesenwitter und ein Zwergkaninchen macht sicherlich nicht solchen Dreck. Rein von der Menge habt ihr da recht, ein Zwergkaninchen köttelt kleinere Köttel und macht kleinere Pfützchen. Aber dennoch sind auch diese Kerlchen in der Lage, in der Wohnung ganz schön Blödsinn anzustellen.
Wenn ihr andere Kanäle anhört, werdet ihr den Kampf zwischen Flaschenbefürwortern und Flaschengegnern, was das Trinken der Tiere anbelangt, mitbekommen. Ich habe so viele Kaninchen in meinem Leben gehabt, dass ich ihnen immer beides anbieten konnte und das genau beobachten konnte. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gab Kaninchen, die haben die Flasche bevorzugt und andere haben lieber aus dem Napf getrunken. Wichtig ist in beiden Fällen, dass die Tiere immer ausreichend frisches Wasser zur Verfügung haben und dass die Näpfe schwer sind und nicht umgeworfen oder verunreinigt werden können, wie hier dieser große Keramiknapf, der Platz für viele Tiere bietet. Hört bitte auch für die ersten Tage nicht auf die Leute, die sagen, Trockenfutter ist ganz schlimm schädlich. Klar ist es das, weil es macht schnell dick und auf lange Sicht krank. Aber Mastkaninchen zum Beispiel bekommen so etwas nur, weil sie werden nicht so alt, dass sie davon überhaupt krank werden können. Und deswegen ist es viel, viel wichtiger, dass euer Kaninchen erstmal das gewohnte Futter weiterbekommt und nicht mit irgendwelchen neuartigen Dingen seinen Darm belasten muss. Auch das ganze Sortiment an Zoohandlungsfutter könnt ihr stehen lassen. Egal, wie verlockend es präsentiert wird. Auch Kaninchenpralinen sind mehr als Unfug. Und der Aufdruck getreidefrei garantiert noch lange kein gesundes Futter. Hier seht ihr ein Ausstellungstier, was Getreide und trockenes Brot ist, wirklich nicht gesund. Aber wenn es das gewöhnt ist, muss es das noch für ein paar Tage weiterbekommen und erst dann allmählich das neue Futter. Wenn ihr zum Bauern geht und Heu in großen Bündeln holt, dann braucht euer Kaninchen keine Heuraufe, dann könnt ihr ihm jeden Tag ordentlich neues Heu geben und das alte wird dann halt zur Einstreu. Bei Wohnungshaltung bietet es sich an, Futterraufen anzuschaffen. Da gibt es viele verschiedene Typen davon. Wichtig ist, dass die Kaninchen sich da drin nicht in irgendeiner Weise verheddern und verfitzen können, was bei Metallraufen sehr oft der Fall ist. Aus dieser Art Metallraufe hier habe ich schon mit einem Seitenschneider ein Kaninchen befreien müssen. Deswegen gibt es bei mir jetzt nur noch abgedeckte Futterraufen. Am besten sind welche aus Holz, die auch noch bewegliche Stäbe haben, sodass ein Kaninchen, was sich irgendwo verklemmt, immer wieder da herausfindet. Dieses Modell hier finde ich super praktisch und sehr, sehr sicher. Es gibt auch Häuschen mit integrierten Raufen, da passt allerdings meist nicht viel rein. Und was ich auch finde, dass so ein kleiner Weidenkorb sehr gut seinen Dienst verrichten kann als Heuraufe oder luftiger Futterkorb. Und wie ich im letzten Video schon sagte, ich mache euch noch ein extra Video zur Fütterung, weil die Verdauung wirklich das ist, was bei Kaninchen am häufigsten Probleme macht. Und deshalb heute noch nicht mehr als das füttert, wenn ihr ein neues Tier habt, das erstmal weiter so, wie es das gewöhnt ist. Fragt also nach dem Futter, was die Tiere vorher hatten. Kaninchen sind reinliche Tiere. An ihnen müsst ihr gar nicht rumputzen, geschweige denn sie irgendwie baden. Ihre Käfige müsst ihr nicht mit irgendwelchen teuren Spezialreinigern putzen. Das regt sie nur dazu an, eventuell dann anzufangen zu markieren, weil ihr Revier nicht mehr wie gewohnt riecht. Reinigt die Kloschüssel am besten mit Essigwasser oder, falls vorhanden, mit einem Heißluftreiniger. Und da es Kaninchen wirklich nicht lieben, hochgehoben zu werden, man sie aber hin und wieder transportieren muss und sei es nur zum Tierarzt, müsst ihr euch auch noch eine Transportbox anschaffen. Am besten eine, die von oben und von der Seite zu öffnen ist, denn manchmal muss der Tierarzt zum Spritze geben, das Tier gar nicht herausheben. Im nächsten Video vor Weihnachten noch geht es dann um das richtige Futter und die Futterumstellung. Bis dahin, tschüss, eure Diana von Happy Kaninchen.